In diesem Actros ist der Kassettendichtring undicht. Öl und Schmutz haben sich auf dem vorderen Gehäusedeckel festgesetzt. Deshalb tauschen Sie ihn aus. Wie das geht, sehen Sie am Modell. Der Ausbau ist innerhalb von 10 Minuten erledigt. Riemenscheibe raus, Spritzplatte lösen, Spezialwerkzeug am Kurbelwellenflansch ansetzen, festschrauben, Kassettendichtring herausziehen, fertig. Aber wie funktioniert der Ausbau genau? Das Geheimnis liegt in diesem Ausziehwerkzeug. Bei richtiger Handhabung ist der Dichtring ganz schnell entfernt. Ziehen Sie zuerst die beiden Führungsschrauben heraus und nehmen Sie die Arretierplatte ab. Ölen Sie Druckscheibe und Gewinde ein. Anschließend drehen Sie die Druckschraube so weit heraus, bis nur noch ca. 0,5 mm der Schraube überstehen. Lösen Sie die seitlichen Schrauben und ziehen Sie die Halbschalen auseinander. Setzen Sie die Arretierplatte locker wieder auf, ohne sie über die beiden Passstifte zu schieben. Führungsschrauben wieder einsetzen und das Ausziehwerkzeug ist vorbereitet. Damit geht's an den Kassettendichtring. Entfernen Sie die Spritzkappe und setzen Sie das Werkzeug am Kurbelwellenflansch an. Schrauben Sie die beiden Führungsschrauben in die Bohrungen ein. Um das Werkzeug komplett einzuhaken, drücken Sie die Halbschalen zusammen und hängen diese am Gegenlaufring des Kassettendichtrings ein. Ziehen Sie die seitlichen Schrauben an und schieben Sie die Arretierplatte über die beiden Zylinderstifte. Jetzt drehen Sie die Druckschraube in der Mitte fest. Dadurch werden der Kassettendichtring und der Gegenlaufring vom Kurbelwellenflansch abgezogen. Nur noch die Führungsschrauben lösen und Sie können die Ausziehvorrichtung samt Ring abnehmen. Ziehen Sie die Führungsschrauben aus dem Werkzeug heraus und nehmen Sie die Arretierplatte ab. Drehen Sie die seitlichen Schrauben heraus und ziehen Sie die Halbschalen wieder auseinander. So löst sich der Ring aus dem Werkzeug. Der Ausbau ist erledigt, fehlt nur noch der Einbau. Dafür benutzen Sie die Einziehvorrichtung. Hier sehen Sie noch einmal die Funktion des Rings. Der Kassettendichtring dreht sich unabhängig vom Gegenlaufring. Zurück zum Einbau. Nehmen Sie die drei Schrauben aus dem Werkzeug heraus. Anschließend drehen Sie die Stellschraube fest. Dadurch schiebt sich die Zentrierplatte nach vorne. So können Sie den Gegenlaufring zusammen mit dem Kassettendichtring aufsetzen. Einölen dürfen Sie hier nichts. Gegebenenfalls schrauben Sie die Zentrierplatte noch ein Stück nach vorne. Fehlen nur noch die drei Schrauben. Damit geht's zurück an die Kurbelwelle. Setzen Sie die Einziehvorrichtung so auf, dass sie rundherum am Kurbelwellenflansch aufliegt. Anschließend schrauben Sie sie fest. Drehen Sie nun die Stellschraube heraus.
Dadurch drückt das Werkzeug den Kassettendichtring langsam an seinen Platz. Ist die Stellschraube bis zum Anschlag eingedreht, sitzt der Dichtring fest. Die Einziehvorrichtung kann also raus. Dazu lösen Sie zuerst die Stellschraube, danach die drei Halteschrauben. Nehmen Sie die Einziehvorrichtung ab. Der Ring bleibt drin. Setzen Sie den Spritzring wieder auf und befestigen Sie die Riemenscheibe. Beachten Sie das Drehmoment von 200 Newtonmetern. Damit ist der Kassettendichtring erfolgreich getauscht und dichtet zuverlässig ab. Der Actros ist wieder voll einsatzbereit.